Ah, da ist sie. Hallo. Hallo, Hallo Elisabeth. Sehr ich hoffe, dass es heute mit dem Ton ein bisschen besser klappt. Klingt Letztes sehr gut. Mal, Ja. ja, Ja, haben du wir bist gehört, jetzt. manchmal ein bisschen abgehackt Ja. war und hoffentlich Du bist extra gerüstet, gell? Hast dich extrem gut vorbereitet, auch technisch. Also soll ja. eigentlich nichts dazwischen kommen. Genau, beim Sehr gut. letzten Mal war es ja ein erster Versuch und da muss man technisch eben auch noch ein bisschen nachrüsten manchmal, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt für heute. Ja, sehr gut. Ja, fein, wir haben ja schon ein paar Zuschauer, deswegen fangen wir jetzt auch gleich an. Ich sage jetzt einfach mal herzlich willkommen und schön, dass wieder so viele dabei sind. Wir haben jetzt die letzten 3 Wochen Persönlichkeiten also auf diese virtuelle Bühne geholt und mit ihnen über die aktuelle Situation gesprochen, besondere Herausforderungen, so neue Pläne. Und du, Elisabeth, warst unser erster Talkgast, genau jetzt vor 3 Wochen. Und wir dürfen auch wieder mit dir schließen. Mit dem haben wir zwar nicht gerechnet, es war gar nicht geplant, hat aber einen wichtigen Grund. Der Grund ist Ja. der, dass deine Modelle, die wir damals zeigen wollten, zu dem Zeitpunkt Corona-bedingt noch immer nicht fertig patentiert waren, also deine Designs. Und deswegen gibt es jetzt eine spezielle Meet the Brilliant Brands Volume 2 mit der Elisabeth Limmert, Designerin von der Edition Lieblingsstückerl. Und heute ist eben auch wirklich deine ganz neue Kollektion und deine neuen Kollektion Stücke. Und wir sind wirklich die Ersten, die es sehen dürfen. Gell? Ja, genau. Sehr fein. So, Elisabeth, ja, also nochmal herzlich willkommen. Und ganz wichtige erste Frage: Hast du das immer schon so gehandhabt, dass du deine Designs patentieren lässt? Oder ist das. Nein, definitiv nein. In Wahrheit im Nachhinein leider nicht. Ja, aber die letzten Jahre habe ich da schon sehr viel Lehrgeld auch bezahlen müssen oder selber auch einfach viel, viel dazu gelernt. Ich hätte mir das nie vorstellen können vor 5 Jahren, dass das einmal ein Thema wird, Ja. wenn ich ehrlich bin. Und es sind viele Design-Kopien im Umlauf, aber wirklich aus den unterschiedlichsten Materialien. Also da ist Kunststoff dabei, gepresstes Harz, Resin, Glas, verschiedene Plastikteile. Und überall dort, wo wir rechtlich dagegen vorgehen können, machen wir das natürlich auch. Aber ich persönlich möchte mich trotzdem lieber auf die neuen Modelle, die neuen Kollektionen konzentrieren. Und Genau. da ist es eben jetzt wichtig, ist es notwendig geworden, einen guten Designschutz zu haben, ja. Ja, also das ist sicher ein richtiger Weg, auch für die Zukunft. Aber wie du schon richtig sagst, wir konzentrieren uns jetzt auf alle Fälle darauf, was es Neues gibt. Wie schaut die neue Kollektion aus? Und ja, erzähl uns bitte, was ist die Idee dahinter? Die Grundidee ist, die Kollektion heißt Four Seasons for You, also einmal ein Lieblingsstück für das ganze Jahr. Es sind 4 Jahreszeiten, und die Lieblingsstücke sollen einen durch alle 4 Jahreszeiten begleiten, wie das ja auch bei ganz vielen Kundinnen der Fall ist. Und die Hauptinspiration dahinter war ganz sicher einfach mein eigener Garten, den ich wahnsinnig liebe, wo ich viel Zeit verbringe. Und ja, so ist Faszinierend. die Wann machst du entstanden. das alles, Elisabeth? Designen und Garten und Kinder und Unternehmerin, ja, Wahnsinn. Ich sehe schon das Design, das du heute trägst, nicht ich, das die Elisabeth heute trägt. Das ist schon, glaube ich, eins aus der neuen Kollektion, oder? Genau. Ich komme jetzt mal ein bisschen näher, weil ich werde es heute selber vorführen, damit ihr das besser sehen könnt und vielleicht ein bisschen was drüber. Ja, Also das ist was hier haben gut. wir jetzt, genau, da seht ihr jetzt das Design Spring Awakening. Also das ist wirklich das Frühlingserwachen, ja. Man sieht auch in dem Design ganz viele feine Triebe, kleine Knospen. Es gibt so Elemente, wo man sieht, im Frühling, da gibt es Blätter, die sich so richtig aufrollen. Ja, die sind da in der Knospe und dann rollen sie sich so richtig auseinander. Und das alles kann man da drin dann sehen. Die Grundform selber ist auch ein bisschen blattähnlich. Und das Modell ist, obwohl es jetzt unten schon breit ist, oben ganz schmal
Und wirkt dadurch auch ein bisschen unentschlossen, ein bisschen jugendlicher wirkt und vor allem auch ein bisschen zarter, weil bei dem Modell habe ich mich für einen kleinen Stecker entschieden, für einen kleinen runden. Und auch bei fast allen Modellen bin ich in der Ton-in-Ton-Farbkombination geblieben, damit man da nicht zu viel Kontrast hat. Und im Frühling ist ja auch im Garten noch nicht so mega bunt. Ja, bei den Farben sind wir auch schon, bei diesen Frühlingsmodellen haben wir auch schon eine große Palette ausgesucht. Ich glaube, es sind jetzt 14 Farben verfügbar. Und zwei neue möchte ich euch gerne hier noch zeigen. Bitte, unbedingt. Da haben wir einmal, ich hatte das, Ah, sehr da haben wir schön. Wie Lieder. nennt sie, wie nennst du die Farbe? Das ist Glieder, oder? Das ist Lieder, genau, und das ist hier kombiniert eben oben mit einem Amethyst, mit einem echten Edelstein und ist einmal wirklich ein ganz zarter, frühlingshafter Und ist Ton. ein Hornmaterial, oder? Genau, das ist wieder Ja. eine Hornschnitzerei. Und wir haben auch bei dem Frühlingsmodell viele verschiedene rosa Rosé-Töne, aber natürlich ganz fest Freigrün auch. Und die schauen wahnsinnig schön aus zu Kleidern, aber natürlich gerade in Österreich, in Deutschland ist auch das Thema Tracht natürlich wichtig. Und dieses Modell schaut natürlich die Tracht meiner Bluse, seine Bluse Besonders wirklich schön, super. ja. Ja. Und da sieht man jetzt noch, das ist die zweite neue Farbe, ein ganz neuer Pinkton. Wenn man das sieht, das ist das Ja. neue Himbeerpink. Und das ist wichtig, wirklich so richtig wie eine saftige Himbeere. So ganz ein warmes, Sehr kräftiges Pink. schön. Oben fast schon Granatfarben der Stecken. Und das lässt sich sogar super zu Rot kombinieren. Aber genauso zu Bordeaux oder Rosa. Das sticht sich fast mit keinem anderen Pink- oder Rosaton, weil es eben doch ganz anders ist. Okay. Das war jetzt der Frühling, aber wie geht's weiter im Jahreskreis? Jetzt, wie schaut der Sommer Ja, aus? also Steht er jetzt vor der Tür? für den Sommer muss ich mich jetzt neu schmücken, weil Ja, jetzt zeige sehr ich dir einen gut. richtig Wir coolen schauen dir Farbkracher. gerne zu. Jetzt kommt ein richtig cooler Farbkracher, der so richtig schön das Feeling macht. Aber es ist gut, wir wollen sehen, wenn du es trägst, weil dann hat man nämlich ein bisschen mehr Relation von der Größe her, wie es ausschaut. Also das ist sehr gut, wenn du uns das so zeigst. Ui, sehr cool. Es Also das ist knallt. jetzt, ja, jetzt komme ich nicht rein. Das ist jetzt natürlich die ultimative Sommerkombi. Ja, also hier haben wir das türkisblaue Meer und den Strand und die Sonne. Also wer nicht auf Urlaub fahren kann oder will heuer Corona-bedingt, oder Holen Sie sich nach Urlaubsfeeling, Hause. genau, Urlaub nach Hause holen, kann man mit dem Modell ganz sicher. Ja, das glaube ich schon. Ja, Und super. was kann ich euch da erzählen? Also bei dem Modell ist die Hauptinspiration eine ganz bestimmte Blume, und zwar die Ramblerrose. Das ist eine meiner Lieblingsrosen, weil die so wahnsinnig viele Blüten hat und wirklich ein Blütenmeer und eine Pracht im Garten macht. Und in diesem Modell sieht man jetzt verschiedene Ah, man sieht es, ja, Blütenranken. genau. Man sieht Blütenstände, man sieht so richtige Blüten, Stände, wo mehrere Blüten beisammen sind, aber auch Blütenblätter. Ich weiß nicht, ob man Ja, sieht man das sehr gut. im Man kann richtig Augenschein die erblicken. Rosen auch Genau. nachvollziehen. Und die Okay. Ramblerrosen, die ranken sich und ranken sich und ranken sich. Und auch hier sieht man, dass sie sich der Form entlang quasi überall weiter handeln. Und auch hier ist zum Beispiel die Außenform ist in Blütenform. Das ist nicht einfach nur ein Kreis, sondern man sieht hier die einzelnen quasi Blütenblätter und das ist Ja. außen so, aber auch innen. Und für diese Sommermodell habe ich jetzt als Stecker aber wirklich große Ohrstecker ausgesucht, also große Edelsteine, die oval sind oder eben so tropfenförmig wie die. Und ganz Ja. oft habe ich so starke Farbkontraste ausgesucht, weil im Sommer kann es ruhiger ein bisschen mehr sein. Und man ist ja hier auch normalerweise frei. Und das, so eine Farbkombi schaut genauso gut aus zu irgendeiner Tunika oder am Sommerkleid.
wie aber auch zu Jeans mit weißem T-Shirt. Ja? Da kriegt man auch ein super Statement, egal in welcher Farbe. Wie kann man da ein bisschen einen individuellen Touch reinbringen? Und sie sind zwar sehr groß, also sie wirken groß, aber was eigentlich der Vorteil ist an deinen Lieblingsstückeln, die sind extrem leicht, also sie sind wirklich leicht zu tragen, auch wenn sie sehr voluminös ausschauen. Man spürt sie am Ohr eigentlich kaum, gell? Ja, also wir haben bei den meisten Modellen ein Gesamtgewicht pro Ohrring von ca. 4 Gramm. Wenn es Ja, jetzt so ein das ist großer Edelstein ist, perfekt. ja, vielleicht 5 Gramm ist ein bisschen schwerer. Aber man sieht auch hier auf der Rückseite, wenn man sieht, Ja. die großen Facetten. Also man sieht, der große Edelstein liegt ganz flach am Ohr auf. Da kippt nicht weg, weil eben hinten auch großen Rosetten drauf sind, die das eben festigen. Genau, auf das sind wir beim letzten Talkshow genauer eingegangen, auf diese paar Tipps und Tricks, die es ja nicht nur bei der Kleidung gibt, sondern auch wie der Ohrring dann perfekt im Ohr sein soll. Kann man auch mit dem Haar Aber machen. Ja? was uns jetzt Kann noch man auch mit interessiert, dem ist, Haar machen. welche Farben hast du noch für den Sommer ausgewählt? Vielleicht Genau, zeigst du also uns da noch mal. ja, es gibt natürlich sommerliches Weiß ist eh klar, ganz viele kräftige Blautöne, verschiedene Blautöne und aber doch einige so coole Farbkombis. Und eine neue Farbe gibt es auch und war das Blutrot. Sehr schön. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Das ist deutlich kräftiger als unser bisheriges Rot. Wir haben bis jetzt im Sortiment war so ein klassisches Kirschrot. Ja, das ist aber ein bisschen gedeckt. Und das ist wirklich einmal ganz ein kräftiges. Und das ist hier auch mit einem schönen Edelstein, genau, mit einem Kanon. Und unsere Lieblingsstück bei Kunen, da gibt es eine Farbkombi, die besonders lieben. Und die gibt es auch wieder in dem Ah ja, Set. toll. Jetzt machen wir mal einen fuchsia-farbenen Deckel mit einem ganz kräftigen korallorangen Ja, Farnelement. sehr schön. Genau. Sehr gut. Elisabeth, viele glauben ja, die Designs kommen so ein bisschen aus der Kiste. Und zeigst du uns vielleicht, wie du diese Designs machst oder wie entstehen sie eigentlich? Oder hast du vielleicht eine Skizze oder so, wie du das machst, damit man da einen Eindruck kriegt? Ja, also ich kann euch einmal eine erste Skizze zeigen, eben zum Beispiel von dem Frühlingsmodell. Das schaut dann meistens ungefähr so aus. Das sind bei mir meistens kleine Zettel, weil wenn es nichts ist, dann schmeiße ich es gleich weg. Ja. Beziehungsweise, wenn es ein größeres Blatt ist, ich schneide es dann auch manchmal aus, die einzige, die was geworden ist. Und zuerst wird einmal nur gezeichnet und dann, da sieht man jetzt nur quasi die Grundmaße, ja. Und dann wird quasi das ganz genau festgelegt auf Innenmaße, ja, von den einzelnen Cutouts, von den Ausschnitten. Ich habe meistens irgendwie ein paar Notizen dabei, was ich mir so gedacht habe, an was ich gedacht habe. Und ja, also es stammt wirklich alles aus deiner Feder, sozusagen. Ja, genau. Also so ungefähr startet und dann wird geschnitzt, dann wird der Prototyp geschnitzt und der ist dann fast immer einfach im Naturhorn gemacht. Ja. Und an dem wird dann aber noch manchmal was geändert, weil zum Beispiel, da kann ich das jetzt zeigen, also hier, da war eine ursprüngliche Skizze, unten wäre das ein bisschen anders gedacht gewesen. Und das war technisch nicht möglich, das hat nicht gut funktioniert mit dem Schnitten. Und dann haben wir es eben nochmal angepasst und dann haben wir eben was gemacht. Genau, ja. Also dann haben wir einzelne Blütenblätter drauf gemacht. Und wenn dann das Modell fix ist, dann suche ich die Farben aus. Okay, also es muss schon auch der Praxistest her, damit man sieht, was geht wirklich oder wie funktioniert es dann wirklich. Ja. Genau. Jetzt haben wir den Frühling gesehen, jetzt haben wir den Sommer gesehen. Jetzt wollen wir natürlich weiterschauen im Jahreszyklus. Jetzt darfst du wieder ummontieren. Schauen wir da wieder zu und sind sehr gespannt, was jetzt kommt. Vermutlich herbstliche Erdtöne. Genau. So. Und natürlich im Herbst denkt man als erstes an Ui. Das Wetter. So, ich komme wieder ein bisschen näher. Sehr schön. Ja, also das ist wieder ganz eine neue Form, die man noch gar nicht kennt, gell?
Genau, das ist eine Ja. ganz neue Form. Ihr seht es jetzt hier bei mir im Ja. Naturform. Das heißt, man sieht jetzt da auch ein bisschen eine Unregelmäßigkeit drinnen. Das ist die Formstruktur, die natürliche. Und ich wollte ihm total gern ein Blatt, also ich meine, dieses Modell heißt Autumn Leaf, das Herbstblatt, ja, Herbstlaub. Und ich wollte aber nicht einfach ein Blatt nehmen, das eh jeder kennt oder, ja, ich weiß nicht, das ist auch ein Blatt, das ist für mich einfach Kanada, ja, also. Und jetzt wollte ich ein eigenes Blatt kreieren, aber trotzdem ein bisschen mit Elementen aus meinem Garten und habe verschiedene Bäume aus dem Garten genommen und aus diesen Plattformen eben dieses Blatt kreiert. Da ist eben zum Beispiel mal die Grundform, also wenn man jetzt einen Bleistift nimmt und einfach außen einmal so an den Außenkanten entlang fährt, dann ist es das Blatt von einem Apfelbaum. Weil mein Mann und ich, da haben zur Hochzeit einen Apfelbaum geschenkt bekommen. Und ja, der wächst und Herrlich. gedeiht wunderbar in unserem Garten und der gehört schon zur Familie. Ui, Und herzliche Zuhörer. hier Der Druck oben steigt. zum Beispiel, oben sieht man so eine, das nennt man so gebuchtet. Das ist wie beim Ja. Eichenblatt, ja, so das erste Element vom Eichenblatt hier oben. Und dann geht es weiter hier unten. Das ist fast schon wie in einer Herzform hier unten. So Peakform wie bei der Birke. Und dann haben wir aber natürlich auch einen Ahorn. Und der hat diese Lappungen, ja. Und das ist dann quasi das da unten. Nicht ganz so wie im Ahorn das tatsächlich ist, sondern so wie es eben für das individuelle Lieblingsstück als Lapp eben gepasst hat. Also Ja. du hast Symbole, Symbolik, du hast deinen gesamten Garten sozusagen Ja. verewigt im Design. Ja, genau. So Sehr sollte gut. es sein, ja. Ja, aber jetzt gehen wir Und die natürlich Farben? weiter. Nein, die Farben wollen wir noch sehen natürlich. Nein, die Farben, ich meine, ich sitze hier irgendwie immer so ein bisschen in der Schrift. Ja. Na, die Farben sind natürlich so rund um Herbstlaub. Ja, es gibt ganz, ganz ein schönes Olivgrün und Kognak. Ja, das sind eher so typische Herbstfarben. Aber eins meiner Favorites ist einfach das Naturhorn. Ja, Ah ja, und das schön. Naturhorn, also hier trage ich die Pelle, aber das Dunkle hat fast noch eine interessantere Maserung. Da sieht man richtig diese Schattierungen im Horn. Ich darf euch ganz kurz einen Tipp geben, falls ihr die Kommentare ausblenden wollt und die Elisabeth nicht so gut seht oder ihre Designs, einfach aufs Display tippen, dann klappen sie sich nach unten. Das Kann man sich ein hilft. bisschen aufgeben. Und genau, also das ist wirklich so eines meiner Favorites, wenn man da das Material so gut und so schön sieht. Und wir haben Ja. aber da auch eine neue Farbe. Und das ist aber eine Farbe, die gibt es nur in diesem Herbstmodell. Und das ist Aubergine. Sehr Weil schöner, ja. es gibt so Blätter, die werden sicher zu Bordeaux. Und wenn die dann verwelken, dann werden die so eine Mischung aus Bordeaux und Aubergine, so fast schon lila. Und das haben wir eben jetzt auch ganz gut. Sehr schön. Sehr schön. Das war der Herbst. Jetzt fehlt uns noch eine Jahreszeit. Der Winter. Ich muss wieder ummontieren. Einmal noch ummontieren. Jetzt sind wir neugierig. Sehr gut. Vor allem auch auf die Farben. So. Ja. Im Hintergrund Also hast die du auch die Farben. aktuellen Farbkombinationen stehen, gell? Ich möchte nur ganz kurz Ja, sagen, dass genau. man bei dir sieht. Genau. Ihr könnt es dann Da. natürlich alle auf die Webpage schauen bei der Elisabeth, da sind dann die neuen Stücke schon drinnen. Hallo. Und da zeige ich euch jetzt eine Farbe, die die Lieblingsstückerkundinnen schon kennen, jetzt am Ohr. Das ist unser helles Ich sag Blaugrau. dann ciao. Ah ja, die Das kennen ist Zufall jetzt Sie. allerdings. Genau. Und so sieht man es jetzt ganz gut, glaube ich, so aus der Nähe. Und das Wintermodell heißt Winter Magic, weil für mich ist es einfach immer wieder wie Magie, dass in dieser Eiskälte und in diesem Grau und in diesem Schnee dann doch noch ein paar Pflanzen einfach ihre Blätter behalten und uns ein Ja. bisschen ein Grün schenken und irgendwie auch, ja, ein bisschen die Hoffnung auf den Frühling nicht sterben lassen, ja. Und diese Hoffnung wird ja immer erfüllt, aber eben im Winter,
Es ist doch erstaunlich, dass man doch relativ viel Grün noch findet. Und hier in dem Modell jetzt ist ein Element drinnen, ein ganz typisches aus der griechischen Antike, und zwar, das ist die Palmette. Die sieht man hier und hier drüben, hier unten noch einmal. Es sind diese fächerförmigen Blätter, also quasi von der Fächerpalme, das Palmblatt, aber das ist in der griechischen Antike so ein bisschen abstrakt dargestellt, weil es kommt ganz viel vor in der Architektur und ist ein Symbol für das ewige Leben, weil die Palme ja auch ihre Blätter an sich nicht verliert und das Palmenblatt ja auch grün bleibt. Ja? Und bei Toll. dieser Form war es eben ganz wichtig für mich, dass man da eine ganz straighte, ganz klare Außenlinie hat, auch die Kante hat, genauso wie innen, weil im Winter kann man dann Schals, Genau, Kreuzling, Taube. Kreuzling, Kapuzen, ja. Ja. Und da ist es dann wichtig, dass man darauf achtet, dass der Orden jetzt sich nicht verspießen kann, nicht hängen bleiben kann. Ja. Und deswegen ist da eben wirklich eine ganz eine glatte Kante. Aber auch, weil es ein bisschen so eine Tropfenform hat, die aber schon eine Spur eckig ist, so wie wenn der Wassertropfen zu Eis wird im Winter, ja, dann wird er auch hart und kantig. Und Ja. so ist es hier auch. Und ich Sehr finde, es ist ein gutes Modell, so für Alltagslook, aber den sehe ich auch wirklich gut im Office. Also so Bläser und Co. kann ich mir den wirklich gut auch vorstellen. Ja, ist vielseitig einsetzbar, eben ganz klassisch auch zum Jeans- und T-Shirt-Druck genauso. Aber das ist bei deinen Modellen eigentlich immer so, dass sie sich für glamourös genauso gut stylen lassen als so für den klassischen Alltagslook, gell? Und zu den Jeans, weil so viele es auch wirklich gerne zu Jeans tragen, Ja. haben wir eben auch im Winter. Also da haben wir jetzt ein neues Blau. Ist unser neues Sehr Jeansblau. Und das passt wirklich zu allen möglichen Denim-Looks im ganzen Jahr. Und da haben wir jetzt auch so ein Smaragdgrün, Sehr Tannengrün, schon. Das würde bei mir heute passen. Ja, genau, natürlich haben wir Genau. im Winter Kannst du mich immer schon auch zur viel Kapuzen. Seite legen? Ja, Rot-Grün haben wir im Winter dann doch immer auch viel, weil es natürlich dann auch Richtung Weihnachten geht, Silvester, da Ja, haben wir auch der Rot-Grommel. Klassiker. Genau. Sehr gut. Elisabeth, du hast ja ganz viele Stammkundinnen aufgebaut in den letzten Jahren und auch wirklich sogenannte Sammlerinnen, kann man fast schon sagen. Für die gibt es jetzt eine ganz besondere Aktion. Vielleicht magst du uns die kurz erzählen. Ab heute nämlich gültig, ab jetzt quasi. Ja, ab in der Früh schon. Also ich muss sagen, ich bin echt ein Ja. bisschen überwältigt. Wir haben das noch nie so präsentiert oder auch so angekündigt, wenn was Neues gekommen ist. Und also heute war ein Tag, den werde ich so schnell nicht vergessen. Also ich kann euch sagen, das erste Modell ist echt schon ausgekauft. Ja, ist Wirklich, schon super, gratuliere. Ja, das freut uns. total. Ja, aber wir haben eben halt heute auch wirklich eine Aktion, weil ich so happy bin, dass die Kollektion jetzt wirklich bereit ist und online ist und draußen ist. Es gibt eine Schmuckschatulle für alle, die jetzt ab heute über 200 € bestellt haben und solange der Vorrat reicht. Also wenn es Super. aussieht, sind wirklich gut vorbereitet, aber ja. Ja, Und ich dann zeige euch kurz mal, wie das hier ausschaut. zeig uns Also genau, wie es ausschaut. wir Ah, sind jetzt schön, zum schön. Beispiel mit 12 Unterteilungen. Es gibt auch welche mit Super. 24. Es gibt auch welche, wo man so reinstecken kann. Wir haben verschiedene genommen. Jeder mag das ja ein bisschen unterschiedlich. Und Ja. ja, ich freue mich dann auch auf die Rückmeldungen. Und die sind im wichtigsten alle mit so einem Deckel, so einem Glasdeckel, weil erstens hat man dann die Lieblingsstücke alle gut im Blick. Kann man gut sehen, damit man nicht vergisst, was man schon hat. Und auch weil natürlich nur echtes Silber oder Silber mit hochwertigen Vergoldungen verwendet wird. Damit es nicht so schnell oxidiert, ist es gut, wenn man es eben in einer Schachtel aufbewahrt oder verschlossen aufbewahrt, damit es eben nicht so schnell anlaufen kann. Absolut, und somit schützt man sie einfach und man hat auch den besseren Überblick. Also, ich würde schnell sein und jetzt bei dieser Aktion mitmachen, kann ich allen nur empfehlen. Liebe Elisabeth, vielen, vielen Dank, dass du jetzt auch mit uns diesen letzten Talk noch gemacht hast.
Ich möchte mich jetzt ganz herzlich bei dir verabschieden, bei allen, die uns immer so fleißig zugeschaut haben. Elisabeth, dich würde ich jetzt noch bitten, vielleicht kannst du noch einmal umschalten und uns noch einmal einen Blick auf die gesamte Kollektion geben, auf die verschiedenen Farben, damit wir einen schönen Überblick haben. Wer dabei bleiben will, dem rate ich sehr, auf Elisabeths Kanäle zu gehen, Edition Lieblingsstückerl hier auf Instagram und auf sämtlichen Social Media Kanälen. Ja, mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank. Das war jetzt wirklich der letzte Talk, Volume 2, für die Lieblingsstückerl. Und wir machen natürlich an dieser Stelle schon weiter, klar, weil wir freuen uns natürlich über das wirklich positive Feedback. Bitte bleibt einfach dran. Wir werden dann mit Sommertalks starten in Kürze, da werden wir euch aber noch informieren und auch wieder viele spannende Unternehmerpersönlichkeiten treffen, wie die Elisabeth. Und ja, nicht nur ich verabschiede mich, sondern auch die Bibi und die Caro. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiter folgt. Und Elisabeth, bitte zeig uns jetzt nochmal deine Farben, damit wir das zum Abschluss sehen. Sehr, Und sehr gerne. Also ja. danke nochmal für die Einladung, für eure tolle Idee mit diesem Insta-Talk. Sehr Als gern. mutige Gäste und als Letzte nehme ich gleich ab. Danke, dass ich da mitmachen durfte. Es hat wirklich Haben Spaß gemacht und alle wir jetzt auch bewältigt, Learnings. ja? Ah, die Genau. Andreas. Ich freue mich Bettina. wirklich, alle meinen wirklich ihre ganz persönlichen Sammlungen zusammenstellen und gibt es noch einen schönen Blick über die neue Kollektion. Genau. Super. Danke, Elisabeth. Du zeigst uns noch alles und alle, die noch da sind, auch einige wie Andrea. Freut uns natürlich sehr. Schau, sehr schön. Da sieht man die verschiedenen Jahreszeiten noch einmal im Zyklus. Genau, hier das Maigrün, das typische. Da haben wir Rosé, Sehr schön. Also da kann man wirklich aus einem breiten Rosa. Portfolio wählen. Da ist, glaube ich, für jeden etwas dabei. Und wie gesagt, wer es vorher nicht gehört hat, vielleicht die Aktion würde nützen. Beim Mindesteinkauf ab 200 Euro gibt es diese Schatulle, die Elisabeth vorhin gezeigt hat, noch dazu. Und das ist wirklich sehr praktisch und nicht nur für Ordnungsfreaks. Ja. Sehr richtig. Sehr schön. Da sieht man jetzt schon das Cognac und das Olivgrün ganz gut. Genau, das ist der Herbst und jetzt kommen wir zum Winter. Ganz genau. Das sind viele Blau-Grautöne, dann so Naturweiß natürlich. Und hier sind wir quasi schon bei Weihnachten. Sehr cool, super. Ja, uns geht es wieder. Kathi, die schreibt, sie könnte sich nicht entscheiden, wir uns auch nicht wirklich. Aber wir werden uns natürlich entscheiden. Und ja, Elisabeth, nochmal vielen Dank. Dann wünschen wir euch allen ein schönes Wochenende und vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Gut, Bis zum nächsten also, Mal. ciao, tschüss.